Herzlich willkommen im Hartog Blumenstudio. Heute widmen wir uns dem finnischen Vasenklassiker, der Aalto-Vase. Die finnische Firma Iittala feiert dieses Jahr schon 140. Geburtstag. 1881 im Örtchen Iittala gegründet, was viele gar nicht wissen. Das ist wirklich der Ort, wo das Glaswerk steht. 1936 hat der finnische Architekt Alvar Aalto diese Vase entworfen, inspiriert von den zahlreichen Seen in Finnland, kam es zu dieser völlig ungewöhnlichen Vasenform, die aber bis heute beliebt und verehrt ist und somit zu Recht als Vasenklassiker bezeichnet werden kann. Fun Fact: 1936 eröffnete Magda Hartog dieses Geschäft. Damals noch am Kudamm, jetzt sind wir in der Knesebeckstraße. Und seit den 50er Jahren gibt es wirklich diese Vase hier käuflich zu erwerben. Immer wieder werden wir im Laden gefragt, ob wir Tipps haben, wie wir die Vase, die Aalto-Vase, gut bestücken mit Blumen. Die Form ist doch ungewöhnlich und viele Kunden trauen sich meistens nicht recht. Wir zeigen euch heute Tipps. Die Aalto-Vase kommt ganz klassisch in transparentem Glas daher. Das ist jedoch anfällig für unser kalkhaltiges Berliner Wasser. Ich weiß nicht, wie es in anderen Regionen ist. Tipp daher, immer gefiltertes Wasser in der Vase nutzen. Dieses wunderschöne Exemplar gibt es auch bei uns käuflich zu erwerben, von Stelten aus Dänemark. So vermeidet man Kalkränder. Um Struktur in unseren Strauß zu bringen, brauchen wir irgendwas Stabiles. Ich habe hier diese, keine Ahnung wie sie heißen, aber beim Floristen gefunden. Wichtig bei der Aalto-Vase ist auch kurz schneiden, wirklich kurz schneiden. Es sieht einfach besser aus am Ende. Die Vase hat eine dreieckige Form, deswegen schlage ich vor drei Zweige, um wie gesagt eine gewisse Stabilität zu kreieren. Eins, zwei, drei. Wir haben Frühling, fast. Es wird gerade wieder ein bisschen kälter, aber wir können uns im Frühling nach Hause holen. Hyazinthen, mag nicht jeder, sind aber wunderschön und haben tatsächlich die perfekte Länge für die Aalto-Vase. Für Hyazinthen gilt, habe ich heute Morgen direkt vom Floristen als Tipp mit auf den Weg bekommen, niemals anschneiden, denn die schleimen das Wasser voll und das ist unansehnlich und das wollen wir nicht. Ein paar weitere Hyazinthen rein, die geben ebenfalls Halt, weil sie natürlich sehr stabil gebaut sind. Nächste Blume, die Tulpe, die Frühlingsblume überhaupt. Wir haben sie hier in Weiß gewählt, sowieso haben wir alles in ruhigen Weiß- und Grüntönen. Die bitte wirklich kurz schneiden, weil die wachsen im Wasser und kriegen dann nachträglich diesen schönen Schwung und hängen ein bisschen über die Vase. Dann schnibbeln und versenken. Schön verteilen. Sieht doch schon nach Frühling aus, nicht wahr? Nächster Schritt, nächste Blume. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Doch, Fräsie. Riecht wunderbar, wenn sie blüht und sieht einfach schön aus und wird uns eine gewisse Höhe schaffen. Daher auch die anschneiden und platzieren. Und ich würde sagen, fertig ist unser frühlingshaftes Blumen-Bouquet. Okay.